Brauche eigentlich bloß Ja, da den. müsstest du noch einen Mast bauen, weil das ist bloß da an das eine angeschlossen. Ja, eben. Ich überlege bloß gerade. Ja. Zack, zack, zack. Hier. Wie laufe ich da am besten runter? Wenn ich dir einen Tipp geben darf. Du hast doch da wieder deine Vierecke mit den Drohnenhangars, wo du jetzt auch deine Drohne hinschickst. Genau da eine Doppellein nach unten ziehen. Ja, genau, ne? Das will ich ja, genau, ne? Das habe ich vor, genau. Nein, Nur. zwei Linien runterziehen, nicht eine, sondern zwei. Ja, nur kann ich nicht hier anschließen, weil ich hier einen Stromschalter habe, der auch aktiv ist. Das heißt, wenn ich genug Eisenplatten habe, schaltet er hier dieses ganze, die ganze Du Schmutze sollst es ab. an den Tag anschließen, du sollst es an deiner Bahnschiene anschließen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Werde ich auch so machen. Jetzt soll der erstmal hier zurücklaufen. Das ist Weil jetzt die ist eigentlich. nämlich oben über die Brücke nochmal verbunden. Ja. Ja, der soll jetzt hier. Ja, ach ja, stimmt, über die Brücke, richtig. Ja, genau. Richtig. Ha! Wahnsinn. Ja, genau. Ach, durch meinen AKW-Park zu laufen. Ach, ist das schön. Vor allem, mir folgen diese Scheiß-Drohnen immer noch. Ich glaube, da musst du mal stehen bleiben. Ich denke mal, die wollen an deine Person ran. Nee. Ich glaube eher. Das Teil ist nämlich voll hier. Dann nimm doch was raus aus dem Spider-Ton. Nimm ein paar Solarpaneele raus. Ja, die verbaue ich. Nimm sie doch erstmal in dein Inventar und damit hat sie's doch. So. Zack. Ich laufe da hoch und baue die gleich dorthin. Auf die paar Meter kommt es jetzt auch nicht drauf an. Na? Also jetzt hätte ich mich erstmal da unten um den Strom gekümmert und dann wäre ich erst zurückmarschiert. Jetzt wächst doch doppelten Weg. Ach, aber so hast du noch die Chance, mehr mit mir zu reden. Wer möchte mit dir reden? Ja, YoGaming, Warum bin ich überhaupt hier? es gibt noch Menschen, die möchten halt was lernen. Und dem möchte ich auch die Möglichkeit dazu geben. Bei dir vergisst man diese Dinger. Vor allem mit Menschenverstand. Außerdem war es ja eh so, dass ich hier noch genug Solarpanels zu bauen habe, bis die Solarpanels die Stromreichweite der AKWs erreicht. Also von daher gesehen, ich lasse mir die ja auch ständig hier anliefern. Im Moment nur 50, aber wahrscheinlich in dem Spider-Tron mehr. Das müsste ich dann natürlich erstmal ausstellen, dass er mir die erstmal anliefert. Dann würde das wahrscheinlich auch besser funktionieren. Aber ich freue mich erstmal tierisch, dass das mit der Plaste hier funktioniert. Was jetzt an den Eisenplatten liegt, ehrlich gesagt. Die jetzt hier aber genug abgegriffen werden. Guck dir das an. Das läuft nicht mehr bis hinten. So. Das Ganze hier müsste ich halt an der Seite. Zack. Zack. So. Das sind hier einfach die Eisenplatten. Und trotzdem nicht genug. Überall werden Eisenplatten gebraucht. Schon ein bisschen krank, aber geil. Sieht es hier mit den Speedmodulen aus? Da fehlen auch noch streckenweise welche. Aber hier wird auch schon eine Kupferplatten zwischengelagert. Wenn auch nicht viele, aber ein paar. Wie das Wasser noch blau, also das ist so ein Punkt,
Wo ich auch sagen muss, das könnten sie eigentlich nochmal abändern. Das, auf der Minimap wird das Wasser noch blau angezeigt, aber wenn du rangehst, ist es giftgrün. Sie sollten vielleicht mal irgendwann mal braun machen. Oder braun, ja, das wäre natürlich auch eine Methode, ja. So. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir nochmal laufen können. Mein Spider-Town ist zu voll. Tu doch da mal was raus. Tatsache Oh. gebracht Ja, irgendwie. was man dir, was man dir ja stundenlang sagen tut, aber du ja nicht hören musst. Wo hat er die hingepackt? Egal. So, mal gucken, wie viel habe ich jetzt hier noch? Naja, nach der Runde beende ich das hier erstmal und kümmere mich um die Kreuzung da unten. Könnte ich dann eigentlich auch meine Ölfabrik wieder weiterbauen? Das bedeutet wieder mehr Speed-Module, jetzt wo wir schon fast auf 300 sind. Das kann ja nie angehen, dass wir bald in einen einstelligen, zweistelligen Bereich kommen hier. Und wenn die Kreuzung dann gebaut ist, gehe ich wieder zu dem Landfill. Bis dahin wird das auch alles hier gebaut sein. Ne? Und dann weiß ich nämlich auch, dadurch, dass ich ja jetzt die Kreuzung habe, wie viel Lämpfel ich hier noch setzen muss. Ne, Anton? Was kommt noch dazu? Staunen Sie sich schon hier, der fährt zum Beispiel auch mittig. Der Zug, ja. Von wegen, alles fährt nur rechts. So. Und ich könnte hier unten eigentlich dann noch ein AKW hinbauen. Einmal wäre noch Platz.
völlig irre, wie die hier abdrehen. Mal bei dem müsste ich gucken. Der hat fast 4 Millionen Fässer abgefüllt mit Wasser. Oh, schön. Ja. Das ist mal geiler Scheiß. So, jetzt muss ich hier eine Überbrückung haben. Genau. Der hier kriegt ja noch Strom von oben. Der hier unten ja vom EZL. Oder? Hier noch irgendwo eine Verbindung? Nee. Na gut, dann setze ich hier eine. Zack. Und dann müsste auch der die Verbindung haben. So. Das heißt, bis zum zweiten da weg. Da auch. So, eigentlich Strom ist noch nicht gesetzt, dann mache ich mal weg. Hier hinten, ah, der wird wahrscheinlich genau jetzt zum Ölfeld fahren hier. Das ist natürlich. Nee, fährt noch zurück. Das heißt, komm mal hierher. Ich brauche ja eigentlich nur hier die Einfahrt kappen. Und dann passt das ja. So. Jetzt sollte hier kein Zug mehr reinfahren können, aber alle, die rausfahren, noch rausfahren. Dass hier alles eins ist. Gott, was geht denn hier ab? So. Das läuft vorhin, okay. So, da wartet schon der erste. Der fährt auch noch mal raus. Der ist ja deaktiviert, also sollte jetzt theoretisch hier kein Zug mehr drin sein. Doch, der Kupferzug natürlich hier. Aber der fährt E plus bis zum EZL, oder? Ja, EZL, na klar, das ist uninteressant. Okay, gut.
Dann sind jetzt alle Züge raus. Das bedeutet, ich kann hier dem Abriss beginnen. Ich werde hier drüben dann noch eine Umgehung bauen für die Drohnen. So. Kommen die jetzt hier aus dem EZL-System? Müssten 500 sind noch frei. Okay, gut. Dann halten wir nochmal hier dagegen. Bis zum ersten müsste es hier auch weg. Ja, ist klar, mache ich mal lieber aus hier. Sehr schön, das läuft doch wie am Schnürchen. Hallo? Ach so, na so. Muss auch die Rischen ausschalten. So, bis unten hin. Bauen wir hier zurück alles. Oh, da habe ich noch Kohle übersehen. Da muss ich dann noch wieder einen Förderraum mal draufsetzen. Ach ja, das gute alte Autosave. Überhaupt mit dem, ach Gott, 157 Freie noch, das ist noch unterlastet hier. Und der jetzt immer noch hier macht.